Herzlich willkommen, Stefan und Dittmar von der säkularen Flüchtlingshilfe Atheisten helfen. Super schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit uns zu reden. Ja, immer gerne. Ja, cool, dass ihr da seid, wie gesagt. Genau. Lass mich doch mal dazwischen fragen, wie ist denn die Lage? Oder anders gefragt, warum brauchen wir denn eine säkulare Flüchtlingshilfe, die sich spezifisch an atheistische Leute wendet? Gibt es nicht schon genug Hilfsorganisationen, die sich für Flüchtlinge einsetzen? Das ist eine sehr gute Frage, nämlich? Ja, genau. Es gibt viele Hilfsorganisationen, die allerdings meist doch religiös sind oder nicht eine explizite Ausrichtung haben auf Atheisten, die hierher fliehen. Und für viele Atheisten ist das Problem das, dass sie hierher kommen und eine komplett andere Vorstellung haben von Deutschland. Sie denken, sie kommen in ein säkulares Land, finden sich dann aber in einem Flüchtlingsheim wieder, wo sie umringt sind von den Leuten, vor denen sie ursprünglich geflohen sind. Und, also die Leute fliehen, weil sie da als Atheisten verfolgt werden und dann in Saudi-Arabien. Camp wieder, genau. Wo dann zum Beispiel, wenn Ramadan ist, sie bedroht werden, wenn sie essen. Oder wenn Frauen, zum Beispiel haben wir das, ist es im Moment so, dass zum Beispiel die meisten, die wir im Moment betreuen, kommen aus Saudi-Arabien, allein aus dem Grund, weil ja nach Dublin 3 es so ist, dass die Person dort, wo sie das erste Mal EU-Boden betritt, Asyl beantragen muss. Mhm. Und müssen die da. Ja. Und dann ist es so, dass natürlich, wer kommt nach Deutschland direkt? Das schaffen fast nur Saudis. Mhm. Deswegen haben wir relativ viele saudische Asylbewerber hier. Und die werden alle nach Sachsen-Anhalt verfrachtet. Jetzt glaube ich noch irgendwo anders. Fragen wir jetzt nach Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt war jetzt lange. Jetzt haben sie noch ein Bundesland, wo die verfrachtet werden. Also die Deutschen frachten die Flüchtlinge nach ihrer Nationalität in andere Gebiete. Genau. Aha. Genau. Ja. Und da ist es dann so, dass in diesen Camps oder in diesen Regionen, also es sind kleinere Städte wie Magdeburg oder Halle oder sowas, und da wissen alle Araber, das sind die Atheisten. Ach. Auch wenn die gar nicht kennen. Also das ist ein Spießrutenlaufen von der einen Seite. Genau, und dann haben sie natürlich noch das Problem, dass natürlich noch viele Leute, die da wohnen, auch dann den Arabern gegenüber auch nicht wohlgesonnen sind und die sitzen zwischen allen Stühlen quasi. Und die sind eigentlich sehr geschockt, weil sie nicht Leute haben, wo sie sagen, denen vertrauen sie wirklich. Das ist eine atheistische Flüchtlingshilfe, die wirklich versteht. Mhm. Also quasi unsere Gemeinde. So wie wenn man Christ ist, dann lässt man sich vielleicht lieber von der christlichen Flüchtlingshilfe helfen als von der muslimischen. Also, und das sind so Dinge, da haben wir gemerkt, dass es für die Leute ganz wichtig ist, zu sehen, sie sind nicht alleine. Mhm. Weil die haben oft psychisch echt Probleme, weil sie sich alleine gefühlt haben in ihrem Heimatland. Und für die ist es ganz wichtig zu sehen, da gibt es andere wie uns. Ja. Und da springen wir eigentlich rein. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie vielleicht in den 80ern in der Schwulenbewegung, wo auch jeder dachte, vielleicht wenn er gemerkt hat, ich bin homosexuell, ich bin der Einzige auf der Welt, weil es kein Netzwerk gab in den 80er, 70ern. Und das ist so ähnlich. Wenn man dann eine Peergroup hat, dann... Da einzugreifen, wie zum Beispiel, also die atheistische Flüchtlingshilfe oder säkulare Flüchtlingshilfe, wie es auch richtig ist, ist was Entsprechendes wie zum Beispiel die Rainbow Refugees für Homosexuelle dann eine Anlaufstelle sind. Ne? Also und, genau, weil man die Probleme, die spezifischen Probleme besser kennt und dann auch besser darauf einwirken kann. Weil die Wahrnehmung halt häufig nicht der Fall ist, weil ich war auch in Köln-Nippes in der Flüchtlingshilfe aktiv. Und das alles ist immer sehr, sehr stark kirchenorientiert. Mhm. Da werden erstmal aus Freundlichkeit die Regale vollgestopft mit Bibeln und Korans. Und da geht keiner unserer Klienten hin. Ja. Braucht aber Hilfe. Und die denken nur, wo bin ich hier? Ne? Die wissen dann nicht, was los ist. Und eben da haben sie wenigstens eine Möglichkeit, wo sie sich hinwenden können, um mit ihren spezifischen Problemen weiterzukommen. Mhm. Weil sie sind nicht eine ethnische Minderheit, deren Heimat bombardiert wird oder irgendwelche anderen Gründe und schon gar nicht wirtschaftliche Gründe. Sondern die haben wirklich ausschließlich das Problem, dass sie sich auf den Weg der Aufklärung begeben haben, der per se ja schon mal sehr schmerzhaft ist, wenn man so eine Erkenntnis gewinnt. Plus, dass dann plötzlich alles um sie herum, das gesamte Land, die Familie, die Gemeinschaft und der Staat dann am Schluss mit Todesstrafe, aber die Todesstrafe fängt schon in der Familie an sozusagen, sich dem Konfront ausgesetzt sehen und natürlich dann Angst haben. Ja. Und das Zweite ist,
Sie werden ja auch beobachtet, die Familien, also der Druck innerhalb der Gemeinschaft, der Familie, wenn man nicht richtig mitzieht, fällt das schon auf. Ja. Ne? Verdächtig. Hört ihr das denn von den Leuten, dass sie also wirklich konkret in, ja, ich sag mal, Lebensgefahr oder körperlicher Gefahr sind, ja, in Saudi-Arabien und in anderen Ländern? Ja. Es geht sogar nicht nur so weit. Wir haben hier die Wurud Zuher, die ja auch, jetzt war ja in der Kulturzeit auch vor 2 Wochen, einen Beitrag über Atheisten, da wurde die auch interviewt und hat auch einen großen Beitrag in dem Bericht gehabt. Die hat das Problem, wenn sie hier spricht, und sie hat hier ihren ersten Vortrag gehabt auf Englisch. Extra, weil sie nicht in Arabisch sprechen wollte. Weil, wenn sie hier in Arabisch spricht, ist ihre Familie, die kommt aus Karbala, ist dort gefährdet. Jetzt ist es natürlich so gewesen, dass dieser Beitrag sofort mit arabischen Untertiteln dann bei YouTube rund ging. Und natürlich jetzt die Familie in Karbala gefährdet ist. Krass. Und also sie sind konkret auch schon bedroht worden, ne? Genau, die sind auch bedroht worden. Ihr Cousin ist bei dieser schiitischen Miliz und sie hat da große Angst. Ne? Ja. Also das ist, und das ist auch bei, wir haben ganz viele Saudis. Wir wollten eine Veranstaltung machen über diese Reform von dem, die jetzt gerade in Saudi-Arabien stattfinden. Dieser Prinz, der jetzt diese Reformchen da macht, die, also nach der Meinung der ganzen Saudis, mit denen wir zu tun haben, nur Kosmetik sind, also nichts. Dafür wird er aber gefeiert ohne Ende. Wird gefeiert ohne Ende. MBS, das Marketing, was das angeht, das Framing. Genau, sitzt. Das funktioniert. Nur letztendlich ist es so, dass kein einziger von diesen ganzen saudischen Frauen, keine einzige wollte sprechen. Keine einzige wollte auf der Veranstaltung irgendwas sagen, weil das immer eine Rückwirkung hat. Sie haben Angst, dass die saudische Botschaft hier dann irgendwas veranlasst, um dich hier zu deportieren, dass die Familie vorbeikommt, denen irgendwas antut oder dass der Familie zu Hause was passiert. Krass. Also diese Einschüchterung und diese Kultur der Mundtotmachung reicht bis hier. Und das ist nicht hypothetisch, weil von einer anderen Bekannten, die ich aus anderen Netzwerken kenne, über sie ist etwas nach Saudi-Arabien eingedrungen und ihr Bruder wurde verhaftet und 3 Stunden lang verprügelt auf der Polizeiwache. Ist das heftig. Und seitdem habe ich keinen Kontakt mehr mit ihr. Es ist, weil sie will jetzt gar nichts mehr. Sie ist jetzt verschwunden. Also ja. Es ist, das sind ganz konkrete Dinge, die passieren. Ne? Und dass die hier einreisen können, die Saudis, mit einem Touristenvisum. Ne? Also der Bruder schwört, er macht seinen Job, den er zu machen hat, nämlich sie umzubringen, will er fertig machen. Das sitzt, weil die sitzen hier und denken, ich kann jederzeit gefunden werden. Die sind bis an mein Lebensende hinter mir her. Das haben die mir auch so gesagt. Ne? Und ich hatte auch den Fall, ich bin ja viel mit den Camps in Sachsen-Anhalt telefonisch in Verbindung mit dem Außenamt und so weiter. Und ich hatte von einer Campleiterin dort auch gehört, dass tatsächlich mal bei einer, die geflüchtet war, die Familie vorm Zimmer in ihrer Flüchtlingsunterkunft in dem Camp da gestanden ist und gefragt hat, wo die denn sei. Also Familie aus Saudi-Arabien? Eine Familie aus Saudi-Arabien stand da vor dem Ding. Das hatte ich von einer Campleiterin am Telefon. Und wollte Blumen bringen. Gehört. Genau, die wollten die Blumen zurückholen. Ja, oder miteinander zurückholen. Ja, man weiß es halt nicht, genau. Quatschen oder keine Ahnung. Ja. Also das wird auch bequatscht. Also wir haben auch, dass dann jemand, wenn, manchmal ist es auch wirklich für saudische Geflüchtete hart hier. Das ist einfach ein kompletter Kultur. Wechsel und dann hat man alles verloren, die gesamte Familie, alle Freunde, alles ist weg, die Sicherheit ist weg und alles, viele sind ja sehr gut ausgebildet, haben gute Jobs gehabt und so weiter. Mhm. Und wenn die dann merken, die sind irgendwie schwach, dann kommt sofort die Botschaft und versucht dann die einzuladen und zu sagen, willst du nicht zurück und wir vergeben dir, es wird alles gut und keine Angst und so. Mhm. Und das sollte man eigentlich dann nicht machen, heftig, dass man dann da hingeht. Also die sind da schon, die gucken schon. Ja. Aber für die ist es so, das ist für die dort, ist es hier absolut, also es geht nicht, dass die Tochter hier einfach abgehauen ist und dass sie auch noch, die meisten sagen dann auch, ja, die studieren im Ausland, weil dass sie hier Asyl beantragen, das ist absolute Schande für die Familie. Also die sagen dann immer, die studieren. Ja, okay, um das Gesicht nicht zu verlieren. Genau. Ja. So, was macht ihr für die Leute? Wie könnt ihr denen helfen? Oh, wir machen das erstmal ganz konkret. Also wie gesagt, was wirklich das Wichtigste ist, um nochmal darauf zurückzukommen, ist, dass die Wohnortauflage, wenn zumindest nicht komplett gestrichen werden kann. Was ist denn eine Wohnortauflage? Ja, komme ich darauf zurück. Also wir wollen, dass die komplett gestrichen wird oder verändert wird. Und zwar die Wohnortauflage ist, wenn man irgendwo hin verteilt wird in Deutschland, jetzt zum Beispiel eben wie die Saudis nach Sachsen-Anhalt, dann besteht eine Wohnortauflage für die nächsten 3 Jahre, glaube ich, um dort auch zu bleiben. So lange? Das heißt, du musst da bleiben und kannst nicht wegziehen? Du musst da bleiben. Ja. Und du kannst dann, wenn du einen Job hast oder irgendwas woanders,
kannst du dann sagen, gut, ich habe in Köln einen Job gefunden, ich möchte gerne nach Köln umziehen. Aber wir hatten auch schon den Fall, das hat dann so lange sich hingezogen, dass der Job weg war. Na super. Ja, und das halte ich für wirklich schwierig, weil ich denke mir, das werden auch die Leute in Saudi-Arabien wissen, dass in Sachsen-Anhalt, die sich alle konzentrieren, vor allen Dingen alle Araber, wie ich schon vorher gesagt habe, die wissen, das sind diese Atheisten-Mädchen, die laufen da rum. Es ist wirklich relativ leicht, die dort zu finden. Und wir hatten auch Fälle, wo die dann beschattet wurden, wo jemand vom Fenster stand und hochgeguckt hat immer, da haben wir Filme drüber und so. Krass. Und daraufhin wurde dann auch die Wohnortauflage zum Teil gestrichen. Bei manchen wurde die gestrichen, bei anderen wurde die nur jetzt gewechselt. Und das ist aber eine Entscheidung, die das Amt trifft. Die trifft es aus. Von Person zu Person aber. Genau, und das ist halt ein recht zäher Prozess. Das dauert halt mehrere Monate, je nachdem. Und das ist halt sehr unsicher. Und wir haben auch schon eine Petition jetzt eingereicht, sowohl im Bundestag als auch im Landtag NRW, wo wir sagen, für gewisse Flüchtlinge, die in einer besonderen Gefährdungssituation stehen, wäre es angebracht, diese Wohnortauflage automatisch zu streichen und zusätzlich noch eine Auskunftssperre zu verhängen. Das heißt, dass man, wenn man eine Information haben will über eine bestimmte Person, diese Auskunft nicht bekommt. Das haben wir bei manchen Leuten wie Rana Ahmad, die dieses Buch geschrieben hat, weil die wurde bedroht, die hatte Todesdrohung, da haben wir daraufhin, dass sie erwirkt. Wir haben das bei verschiedenen anderen, die aus Saudi-Arabien geflohen sind, auch. Und aber nicht bei allen. Und das zieht sich halt auch hin. Und in der Zeit kann man rausfinden, wo die wohnen. Mhm. Und das sollte eigentlich bei solchen Flüchtlingen automatisch passieren. Weil man muss wirklich bedenken, wenn man Flüchtling ist von einem Krieg und man kommt nach Deutschland, dann ist man hier in Sicherheit vor dem Krieg, weil hier ist kein Krieg. Wenn man Atheist ist, Ex-Moslem, auf Apostasie steht laut Koran der Tod. Das ist einfach ein Fakt. Das heißt, egal wo man hingeht und man hat sehr streng religiöse Muslime dort, läuft man Gefahr, irgendwie körperlichen Schaden zu nehmen. Um ja. Das heißt, man ist eigentlich nirgendwo wirklich sicher. Und das ist eine andere Situation als bei Flüchtlingen. Deswegen, trotzdem wir jetzt diese Flüchtlingswelle, der Kriegsflüchtling, trotzdem wir jetzt diese Flüchtlingswelle hatten, hat eigentlich dieses Phänomen mit den Atheisten überhaupt nichts damit zu tun. Ja, weil die kommen aus Ländern wie Saudi-Arabien, wo überhaupt kein Krieg ist. Ja. Das ist eine komplett, obwohl die auch Araber sind, hat das überhaupt nichts damit zu tun. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, verstehe. Das hört sich ziemlich heftig an, muss ich sagen. Jetzt kommt ihr gerade von einem Termin, bei dem ihr Flüchtlingen geholfen habt oder Geflüchteten geholfen habt, eine Wohnung zu finden. Genau. Wollt ihr da was von erzählen? Ja, das war auch über die GBS letztendlich. Da hat ein Mädchen, die auch bei der Giordano-Bruno-Stiftung ist, die hat mitbekommen, dass wenn eine Wohnung irgendwann mal frei wird, wir erzählen es ja immer überall, und das möchte ich hier auch nochmal sagen, wenn einer eurer Hörer irgendwo in Köln eine Wohnung hat, wir suchen ganz dringend. Er hatte das gehört und sie ist ausgezogen, hat gesagt, ja, ich hätte da eine Wohnung und so weiter. Und da waren wir dann gerade und der Dittmar hat dann nochmal ganz doll hier unterstützend eingegriffen, dass es auch geklappt hat. Ihr musstet den Vermieter überzeugen, oder? Ja, man muss dann gewisse Dinge dann regeln und arrangieren. Das sind jetzt dann so ein paar internere Details, dass das dann auch wirklich stattfindet. Ja. Weil es ist nicht immer so ohne weiteres. Dann ist auch Übersetzung notwendig, weil die Person noch kein Deutsch kann. Mhm. Also ein bisschen versteht's, aber mit Sprechen ist noch nicht so. Und dann ist gerade bei so Vertragsverhandlungen ist halt notwendig. Genau. Und, da muss man dann zeigen, so, das sind wir und wir sind dieser Verein und das ist hier unsere Adresse und so weiter, um einfach den Vertragspartnern dann die entsprechende Sicherheit zu geben, okay, ich mache jetzt nicht irgendwo irgendwie so einen Vertrag mit irgendjemand, ne, weil, und dann ist die Person eben dann auch entsprechend jetzt untergebracht und eingeführt und hat da Sicherheit und kann jetzt endlich mal in Ruhe schlafen. Weil der hat ihre erste Wohnung, die sie selber hat mit 31 Jahren. Das war jetzt ist der Endpunkt einer ganz langen Reise, einer Horse. Ja. Also das ist also sie ist jetzt Vertragspartner und das war im ganzen Leben, wo immer nur andere für sie Dinge regeln, ihr genehmigen, ob sie überhaupt irgendwas machen darf, jetzt ein Mordsschritt. Wahnsinn, ja. Genau, jetzt also auf eigenen Füßen zu stehen. Ne? Ja, jetzt kommen super. Dann die eigentlichen Wege, ne, wo dann eben jetzt auf eigenen zwei Füßen gehen, das ist nochmal ein anderes Ding. Aber da sind wir eben auch, also es ist immer ein langfristiges Ding, wenn wir mit Personen
anfangen zu tun zu haben. Das ist erstmal, was brauchst du, wo geht's lang? Das fängt dann wahrscheinlich erstmal beim Asylverfahren an, falls das abgelehnt wurde, was es auch gibt. Da müssen wir dann mit Anwalt ran. Und dann geht das mit dem Wohnortwechsel, um die Person eben dann auch aus der Zone, aus der Gefahrenzone, also da, wo die Umwelt Erkenntnis hat über die Person, dann entsprechend die Leute da rauszuholen. Am besten hier nach Köln, weil das ist eine größere Stadt. Hier kennen wir uns aus, hier sind wir verfügbar und man kann ein bisschen Anonymität. Auch in andere Städte, natürlich. Dann haben wir noch andere Städte. Genau, jetzt schwenke ich dann mal rüber, weil wir haben jetzt tatsächlich schon einen Regionalverein. Es hat mal eine Regionalgruppe, aber aus organisatorischen Gründen haben die dann auch einen Regionalverein gegründet, und zwar nämlich in Berlin. Ah ja. Da sind Carsten und Evelyn Frerk. Carsten Frerk ist ja bekannter, in der säkularen Szene bekannter, ja, Autor mit Kirchenrepublik Deutschland und ähnlichen Publikationen. Genau. Evelyn Frerk, Fotografin, die whoishu.de, also Who is Humanist? Die sind auch sehr gut vernetzt und haben Möglichkeiten, haben jetzt auch schon Wohnungen gefunden für Betroffene, haben also in Berlin dann auch mehrere Personen, die sie dort betreuen bzw. weiterverteilen. Die sind ein bisschen anders aufgestellt, weil Berlin ist größer. Ja. Da gibt's mehr Vereine, die, also auch von betroffenen Vereine, was wir hier in Köln jetzt so in der Form noch nicht so richtig haben. Irgendwelche Afghanen, die sich da zusammengeschlossen haben, wo dann direkt einer sagt, ja, die kenne ich, dann nehme ich den, verfrachtet den darüber, und dann hat der da erstmal Möglichkeiten. Findet dann vielleicht jemanden, wo er dann auch wohnen kann, ist zwar noch im Heim gemeldet, aber die im Heim wissen, der wohnt woanders, kommt nur ab und zu zurück, dass er wenigstens nicht im Heim ist, weil immer diese, wenn sie da sind, die Konfrontationsmöglichkeit eben, dass die Chance sehr hoch ist, dass was passiert. Vor allen Dingen im Ramadan, dann gehen alle super in Deckung, weil ab da sind die Leute, vor allen Dingen die Männer, immer sehr aggressiv. Krass. Gibt ja auch immer regelmäßig Gewaltausschreitungen und leider Morde. Hatten wir jetzt auch schon wieder. Ja, wie viele Leuten könnt ihr denn helfen? Und wie viele Betroffenen, meint ihr, könnt ihr mangels Kapazitäten nicht helfen? Also bis jetzt konnte man noch allen helfen. Wir haben natürlich verschiedene Bereiche. Wir haben einmal die wirklich, sage ich mal, personalintensiven Fälle, denen wir wirklich vor Ort helfen, wo wir zu den Ämtern gehen und wo wir wirklich viel zu tun haben. Da haben wir im Moment circa 10 Fälle jetzt hier vor Ort und noch einige Fälle in Berlin und sonst wo. Dann haben wir natürlich noch Fälle, wo wir nach Gutachten gefragt werden bei Asylverfahren, wo Leute abgelehnt wurden als Asylanten und dann in den Einspruch gehen. Und dort schreiben wir dann auch Gutachten. Ihr macht dann einen Atheistentest mit denen? Oder wie? Nee, sondern wir geben unsere Einschätzung. Mhm. Wir geben unsere Einschätzung dazu ab, worauf man achten muss, damit man irgendwie abschätzen kann, ob einer ein Atheist ist oder nicht. Also und wie die Situation in den Ländern ist, welchen Gefahren er ausgesetzt wäre, würde er zurückgehen. Und das macht im Moment eben auch Carsten Frerk, weil der sehr, sehr kompetent ist. Der ist ein Meister der Statistiken, der kennt sich da aus. Ja. Der hat doch bei uns auf der Webseite die gesamten Artikel geschrieben über die verschiedenen Länder, wie dort die legale Situation ist für Apostasie, also Abfall vom Glaube. 17 Länder hat er da Texte geschrieben. Nicht schlecht. Richtig viel. Also richtig viel Zeug. Das hat er ganz wirklich zügig alles erarbeitet. Und genau, und das sind so, das sind natürlich auch einige Fälle, die wir dann haben. Da haben wir natürlich viele Anfragen aus dem Ausland, denen wir natürlich nicht helfen können. Also wir haben dann Kontakte hier zu Secular Rescue. Genau, die gehören zum Center for Inquiry. Hört sich irgendwie lustig an. Ist letztlich auch ein säkulares, stark atheistisches Netzwerk. Die betreiben auch Schulen. Die machen im Prinzip eine ähnliche Arbeit wie der HVD. Nur politisch noch stärker drin, haben auch ordentlich Geldmittel und können auch international einiges machen. Mhm. Die sind jetzt zusammengegangen erstmal mit der Richard Dawkins Foundation 2016. Und die können Aktivisten und Bloggern und solchen Personen im Ausland auch helfen oder haben auch geholfen. Das gibt es einen netten Artikel in The Atlantic, Underground Railroad for Atheists, Refugees, irgendwie sowas. Mhm. Die können jetzt nicht jeden beliebigen irgendwo rausholen. Es ist auch begrenzt, was da die Möglichkeiten angeht. Da arbeiten wir mit denen dann zusammen.
Weil wir keine Einflussmöglichkeiten haben im Ausland, weil wir weder die politischen noch die finanziellen Mittel dazu haben und auch gar nicht die Erfahrung. Und die Verantwortung ist da noch sehr viel größer, weil die Personen werden getötet. Die Blogger in Bangladesch zum Beispiel, da hat es jetzt jede Menge Morde gegeben. Die werden einfach auf offener Straße dann zerhackt mit Macheten und Ähnlichen oder erschossen. Wenn sie vom Gerichtsprozess, den sie jetzt gerade irgendwie so durchgekommen sind, sind sie vor der Tür, baff, erschossen. Und dann kriegt derjenige auch noch hier auf die Schulter geklopft, der es getan hat. Wahnsinn. Das sind ganz andere Größen. Da bin ich froh, dass wir da nicht drin stecken, weil man nimmt schon einiges auf sich, wenn man so eine Sache anfängt. Und, ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr viel auch mit nach Hause nehmt von den Sachen dann, ne? Die euch so an Schicksalen begegnen. Das kann man sagen. Okay. Ja, das stimmt. Ja. Was sind denn eure Ziele, die ihr für den Verein habt? Oder ich frage mal so, wie stark wollt ihr da wachsen? Wir wollen stark wachsen, natürlich, weil wir Einfluss haben wollen. Wir wollen politischen Einfluss haben. Wir wollen wirklich diesen Menschen eine Stimme geben, weil Maryam Namazi hat vom Zentralrat der Council of Ex-Muslims in Britain, die hat gesagt, the tsunami is coming hinsichtlich der atheistischen Bewegung in den islamischen Ländern. Ich glaube, das ist ein Thema, was hier ganz stark, also gar nicht mal wahrgenommen wird. Das wird nicht nur unterschätzt, sondern es wird einfach nicht wahrgenommen. Das stimmt, ja. Genau. Es ist eine unglaubliche Dynamik in der arabischen Welt. Islamischen Welt. In der islamischen Welt, Entschuldigung. In der islamischen Welt, Entschuldigung. Weg von der Religion. Und wir möchten, dass es hier wahrgenommen und unterstützt wird. Echt, ist das so? Ja, also wir haben jetzt immer mehr Hinweise darauf, das sind richtig viele. Es gibt anscheinend religionsfreie Menschen in Saudi-Arabien mehr als in den USA prozentual. Ach, da gibt es eine Gallup-Untersuchung. Ich habe so verschiedene Zahlen gehört. Aber wie das so ist, ne, mit Dunkelziffern ist auch schwierig. Aber es gibt wohl sehr viele. Es findet sehr viel statt in allen Ländern. Hier wird immer nur kommuniziert, dass die alle noch stärker, radikaler werden und so weiter. Es gibt ja auch Konflikte ohne Ende. Die sind auch richtig übel. Aber wir verpassen das, was wahrscheinlich eigentlich passiert. Das ist der Aufbruch in die wirkliche Moderne, wenn die Moderne jetzt nicht einfach nur schöne Technologie und all das ist, sondern die Moderne ein aufgeklärtes Dasein. Und die Aufklärung ist halt, Medizin, Biologie und all das funktioniert nicht, wenn man nicht irgendwie Basiskenntnisse über Evolution hat. Ja, zum Beispiel. Wie soll man in Saudi-Arabien jetzt ordentlich Medizin machen, wenn man den Fakt der Evolution versucht auszublenden? Da passieren jede Menge Fehler. Deswegen sind auch so viele Ausländer da, um da auch kompetent beizustehen. Ne? Und sobald du Evolution in dein Weltbild aufnimmst, bist du auch nicht mehr radikal religiös. Was folgt? Ja, genau. Und dann fängt es eben an mit den Zweifeln, beziehungsweise dem, ach, lass mich in Ruhe damit. Ne? Ja. Da passiert sehr viel in der islamischen Welt, das wird hier verpasst. Und das andere ist, dass es eben in den Unterkünften und wahrscheinlich auch jede Menge Familien, die hier schon bereits leben, Personen gibt, die sagen, ich halte das nicht mehr aus, ich muss hier weg, die aussteigen wollen, aber irgendwie nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen. So, jetzt sind wir natürlich nicht der Superbrand wie Coca-Cola so bekannt, aber wir haben mitbekommen über jetzt die Netzwerke der GBS und HVD und IPCA etc., dass überall irgendwo Personen bereits die Arbeit machen, die wir angefangen haben. Wir sind jetzt gerade dabei, uns zu vernetzen mit diesen ganzen Vereinen, Verbänden, welche Struktur auch immer die haben. Oder auch gar keine Struktur. Genau, ja, oder so. Uns irgendwie mit denen zu vernetzen und dann sozusagen gemeinsam aufzutreten. Ja, super. Kräfte bündeln. Ja, ne? Ja, und Kräfte bündeln, dass wir alle da sind, dass wir erstmal wissen, wie ist die Landschaft? Weil wir hören von überall, boah, die haben hier ganz viele, da haben noch ein paar und so weiter. Das muss ja nicht alles jetzt direkt bei uns eintrudeln, weil wir haben einen ganz schmalen Türschlitz, wo wir durchgucken können, aber andere Leute haben andere Türschlitze und sehen andere Sachen und da sind viel, viel mehr. Und darüber können wir dann eben auch den politischen Druck aufbauen, dass zum Beispiel diese Wahrnehmung, es sind nicht einfach ethnische Minderheiten, sondern es sind Leute, die genau deswegen, wo sie eine Idee entwickelt haben, genau deswegen sich aufmachen mussten.
Weil wenn man auf eine Idee kommt, dann kann man das ja auch irgendwie nicht so richtig verheimlichen. Und das allein ist schon meistens der Anfang, dass die sagen, ich muss hier raus. Das geht nicht. Aber was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man hier intern in Deutschland die Debatte verändert. Weil im Moment ist es so, dass wenn man bis dato was gegen den Islam gesagt hat, wurde einem schnell die mit der Islamophobie-Keule eins übergezogen und so weiter. Man hat das Thema ein bisschen den Rechten überlassen. Ja. Die dann mit christlichem Abendland daherkam und der Söder hängt irgendwelche Kreuze auf. Ich finde, diese gesamte Debatte um den Islam ist sehr wenig zielführend und wird instrumentalisiert von irgendwelchen Gruppen, die plötzlich, ich meine, irgendwelche Identitären liefen beim Weltfrauentag in Berlin und so weiter. Also das ist alles sehr komisch durcheinander im Moment und sehr wenig, also sachlich. Mhm. Und was wir wirklich möchten, ist, dass man nicht darum redet, was sind hier die deutschen Werte, die wir verteidigen müssen. Wir verteidigen ganz klar die internationalen Menschenrechte, die jeder Mensch auf dieser Erde unserer Meinung nach verdient. Ja. Und alles, was dem entgegenspricht, dagegen setzen wir uns ein. Und wir sehen, dass wir haben Leute, die entweder bei uns mitarbeiten oder die wir betreuen, von Bangladesch bis nach Marokko. Und die Problematik, Bangladesch hat eine ganz andere Kultur als Marokko oder Saudi-Arabien oder sonst was. Ja, klar. Die Probleme sind aber immer dieselben. Und es lässt sich ganz, ganz viel auf die Religion zurückführen. Ich will nicht sagen, das ist der einzige Grund für alle Misere, aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Grund. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Grund, warum hier immer mehr Rechte plötzlich Stimmen gewinnen. Und wenn wir nicht bald anfangen, und da möchten wir wirklich Einfluss drauf nehmen, dass die wirkliche Mitte der Gesellschaft eine vernünftige Diskussion führt und die Werte, nämlich die Werte der Freiheit, der Gleichberechtigung und der individuellen Selbstverwirklichung hier verteidigen, die humanistischen Werte gegen solche Ideologien wie den Islam, dann weiß ich nicht, wohin das führen soll. Dann haben wir entweder irgendwelche Orbans und irgendwelche Trumps auf der einen Seite oder wir haben plötzlich irgendwelche Parallelgesellschaften, die selbst falsch verstandener Toleranz hier entstehen, die nichts mit dem zu tun haben, was wir unter einem freiheitlichen System verstehen. Und da möchten wir einfach eine Stimme sein in der Öffentlichkeit, die anders ist als alles, was wir bisher hören. Und wie wir natürlich finden, endlich mal das lauter werden. Das ganz große Ziel, worum es eigentlich geht. Ja. Das ist der Kern der ganzen Geschichte. Leute, wir müssen die Dinge mal richtig betrachten, was ist. Detailziele sind dann eben das mit der Wahrnehmung der Personengruppe, mit der Wohnortauflage und so weiter. Das sind so die einzelnen Bausteine, die dahin führen, um klar zu machen, was ist. Mhm. Dazu vernetzen wir uns eben mit den ganzen humanistischen Verbänden, Vereinen in ganz Deutschland, um erstmal so quantitativ alles einzusammeln. Wir werden dann kleine Flyer, Broschüren, auch sind wir jetzt gerade erstellen, mit den Berlinern zusammen, wo durchaus Informationen für die Betroffenen selbst ist. Das wird dann in 4 Sprachen in Ausländerämtern und Unterkünften. Weiß nicht, wer es dann da installiert. Mal gucken, weil da auch nicht jeder rein. Ja, ja, klar. Mhm. Aber in den Ausländerämtern, natürlich mit Rücksprache der Behörden selbst, wo so ähnlich wie bei den Rainbow Refugees, ne, so du glaubst nicht an Gott oder so, dir geht das alles irgendwie auf den Zwirn. Du bist nicht allein. Mhm. So, und dann da anzufangen, so du darfst das, das ist okay. Ja. Und wenn du Hilfe brauchst, dann kannst du dich auch da oder dorthin wenden. Das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Wie kommen denn die Leute an euch oder kommt ihr zu denen? In dem Fall würden wir sie jetzt dann, das ist jetzt sozusagen das Experiment, dass wir auf die Leute zugehen. Ja. Das haben wir bislang noch gar nicht gemacht, ja, weil bislang sind wir erstmal überrollt worden. Wir sind aber dann auch zu wenige. Wenn jetzt aber noch mehr kommen, brauchen wir mehr. Das heißt, wir brauchen dann die anderen humanistischen Vereine, Verbände, die bereits diese Arbeit irgendwo implizit ja machen und gehen mit denen zusammen, um das gemeinsam dann eben aufzufangen und auch zu verteilen durch Kommunikation, zu sagen, hör mal, ich habe von dem gehört, der ist aber bei dir in der Region und so weiter. Diese Vernetzung, das ist sehr, sehr hilfreich. Ja.
Und dann kann man auch viel mehr Leute aktivieren, die sagen, okay, ich habe zwar irgendwie nicht jetzt mit viel zu tun, aber um die Person kann ich mich da kümmern. Dann gehen wir halt da mal zu den Ämtern oder wir gucken einfach mal, dass das mit der Wohnungseinrichtung, weil da muss ja vieles ganz basismäßig angefangen werden. Das, es sind viele. Ja. Wir reden nicht hier von 20 Personen über die Republik verteilt, wo so ein paar Einzelschicksale sind. Es sind viele. Da tut sich was. Also genau, es ist ein Phänomen, nicht nur ein einzelner Mensch. Ja, sondern es ist eine wirkliche Bewegung. Ja. Also wie groß die ist, ist immer schwer zu sagen. Ja. Keine offiziellen Zahlen, aber es ist wirklich eine große Bewegung. Man sieht es an den Klickzahlen von irgendwelchen Videos von Atheisten. Man sieht es auch manchmal, wie sich in den Comment-Sections irgendwie die Stimmung dreht, wo früher noch vor ein, zwei Jahren zum Beispiel die Rana Ahmad übelst beschimpft wurde, es kommen immer mehr positive Kommentare. Ah, ja. Also es ist schon so, dass man merkt, die Stimmung dreht sich so ein bisschen. Mhm. Wie viele das jetzt wirklich sind, kann man wirklich ganz, ganz schwer sagen. Ja, ja. Aber was auch eine wichtige Information, finde ich, auch für die Menschen hier in Deutschland ist, ist, dass der Islam kein integraler Bestandteil der Menschen dort ist. Das ist eine Sache, die kann man ablegen. Wie eine politische Überzeugung oder wie alles andere. Das ist eine Ideologie. Man kann durchaus eine Ideologie oder eine Idee kritisieren. Und man muss nicht denken, dass es was ist, was die Leute einfach nicht hinter sich lassen können. Mhm. Wir haben gelernt, Hautfarbe erstmal. Genau, die Hautfarbe kann man nicht abwaschen, aber eine Ideologie, die kann man einfach aufhören zu haben. Und es gibt immer mehr Leute, die das tun. Und das möchte ich, dass die Leute das verstehen, auch gerade die Politiker. Und ich glaube, es wird durchaus angebracht, dass man wirklich verstärkt den Leuten klar macht, dass gewisse Dinge auch in ihrer Religion, die meiner Meinung nach, wie ich schon sage, eigentlich auch eine Ideologie ist, und zwar nicht nur der politische Islam, sondern der Islam an sich, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist sehr politisch, dass gewisse Dinge hier einfach nicht gehen. Punkt. Das geht einfach nicht. Da und das ist Religion. Scharia ist in keinem Punkt, in keinem einzigen Punkt, was diese Scharia ist ja eh relativ undefiniert, das ist ja so, so eine quasi eine Zettelsammlung, wie alles eigentlich. ist nirgendwo mit dem Grundgesetz, also mit den ersten Artikeln des Grundgesetzes überhaupt gar nicht null vereinbar. Ja, ich glaube, braucht man den Leuten nicht zu erklären. Das haben die meisten Leute. Das muss man aber mal zum Beispiel irgendwie dem Herrn Söder erklären oder vielen anderen Politikern, denen einfach nicht klar ist, was da eigentlich stattfindet. Und deswegen gehört das nicht zu Deutschland, weil es widerspricht dem Grundgesetz. Zu Deutschland gehört, was dem Grundgesetz entspricht. Na gut, wenn man jetzt sagen würde, die müssten alle rausgeschmissen werden, dann müsste man natürlich auch ganz viele Deutsche rausschmeißen. Ich meine, also, es geht darum, dass den Leuten bewusst gemacht wird, das Ding hier funktioniert, ihr habt hier diese Freiheiten, weil dieses Grundgesetz da ist. Ja, genau. Respektiert es, beschäftigt euch damit, denkt darüber nach. Also es geht nur über den Weg der Aufklärung. Ja, ja, ich denke auch, die Diskussion darüber, was gehört zu Deutschland und diese deutsche Leitkultur, das ist alles Quatsch. Man muss darüber reden, was ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Der Rest ist Populismus. Genau. Richtig. Und ich finde dieses eine unsägliche Debatte, dass die Alternative zum Islam dann das Christentum sei. Also ich finde das wirklich unsäglich. Nein, nein. Ja. Also das kommt immer wieder. Dass man sagt, ja, es sind nicht genug Leute in der Kirche und der Islam ist dann, als ob man hier den Schnaps mit dem Bier austauscht oder wie? Ja, schon, also schon die Elben wussten, man kann den Ring nicht einfach jemandem anderen geben, der Ring korrumpiert. Ja, ich habe der Ring muss vernichtet werden. Richtig. So, also ja gut, dann vielleicht noch, was braucht ihr? Wie können unsere Hörerinnen und Hörer euch helfen? Also wir brauchen Wohnungen, dringend. Und vor allen Dingen sind wir wirklich händeringend auf Suche nach Geld, weil wir ständig Ausgaben haben. Es findet immer irgendwas statt, wo wir einspringen müssen, wo wir auch nicht unbedingt damit rechnen können, dass wir das von den Ämtern dann wiederbekommen, weil wir da erstmal weiter rausreichen, als es vielleicht möglich ist, einfach um die Situation zu stabilisieren, weil es entsteht sehr schnell eine Krise. Also wir hatten zum Beispiel vor zwei Tagen überraschend dann für mehrere eine Wohnung bekommen. Da musste man dann als Beispiel dann die gesamten Möbel da irgendwie plötzlich auslösen, und in Köln, wer die Wohnungssituation kennt, weiß, da fragt man nicht lange, und da mussten wir, solche Sachen müssen wir dann ganz schnell vorstrecken können. Und dann also Geld spenden? Geld spenden wäre eine ganz tolle Sache, und man kann unsere Mitgliedsformulare
auch runterladen bei unserer Webseite www.atheist-refugees.com. Deswegen das, Englisch, weil wir dann leicht zu finden sind für die Atheisten, die international oder die hier nicht Deutsch sprechen und uns suchen. Und also Atheist wie Atheist minus Refugees wie Flüchtling auf Englisch.com. Das verlinken wir auch nochmal auf unserem Blog. Ja. Genau. Und der Name eures Vereins nochmal? Das ist die säkulare Flüchtlingshilfe. Atheisten helfen e.V. Atheist Refugees. Englische Name ist noch mit drin, damit auch, oder das Atheisten helfen, Atheist, das ist alles mit drin, damit es tatsächlich auf Google gefunden wird. Suchmaschine. Clever. Ordentlich. Vor allen Dingen, ja, weil die können ja meistens ein bisschen Englisch, dass sie wenigstens da was finden. Ja, weil uns wurde gesagt, dass sie da nichts gefunden haben. Unter säkular, versuch mal, wenn du nach mit auch mit Umlaut und so. Ja, klar, genau. Das geht nicht. Ja, also und kann man bei euch auch ganz konkret mitmachen? Würdet ihr euch freuen, wenn Leute auf euch zukommen, die nicht nur Geld, sondern auch Taten folgen lassen wollen? Natürlich. Wir haben über ganz Deutschland jetzt schon Helfer. Am besten über die Website oder info@atheist-refugees.com und schreiben, hey, ich kann ja helfen oder falls irgendwas ist, stehe bereit. Die Leute haben alle geschrieben und ich sag ja, super, und jetzt wissen wir, dass es euch gibt. Ne? Bei dir konkret gibt's jetzt gerade noch nichts zu tun, aber dann plötzlich ein paar Tage, ein paar Monate später kommt eine E-Mail an alle, wir brauchen irgendwie ein Smartphone, da hat jemand sein Smartphone, ist ihm geklaut worden oder solche Sachen und schwupps, dann kommt plötzlich irgendwas. Irgendwo findet immer irgendwas statt. Ja. Dass dann plötzlich jeder noch mit dabei ist. Also wenn man sich einmal gemeldet hat, ein Jahr lang nichts hört, heißt das nichts, dass stattfindet. Ja, super. Sondern ihr plötzlich seid dann kommen wir wie der Schläfer aus der Springdose. Ja, genau, der Springatheist. Springatheist. Ja, ich würde sagen, wir beenden das Gespräch. Wir danken euch nochmal ganz herzlich, dass ihr hier euch die Zeit genommen habt und das Projekt vorstellt. Und ich persönlich wünsche euch ganz viel Erfolg und dass ihr bekannter werdet und dass das noch weiter richtig abgeht bei euch. Ja, vielen Dank euch. Ja, danke. Einladung, weil wir erzählen gerne darüber. Ja, wunderbar.